Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe ein Video, auf das ich mich ziemlich freue. Und zwar probieren wir heute neue Produkte aus. Und zwar einmal von Nabla, die Skin Glazing. Ich habe die in 4 Farben. Und möchte davon einen als Blush-Topper ausprobieren und natürlich einen als Highlighter. Und außerdem habe ich es auch endlich mal geschafft, mir was von Juvia's Place zuzulegen. Und zwar einmal die The Warrior 3 und 2 von den Mini-Paletten. Und zwar die rosa und die lila. Ne? Und das möchte ich heute ausprobieren. Und ich freue mich. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe euch die 4 Nabla-Produkte mal geswatcht. Oben mit Truth, dann kommen Adults Only. Die 2 habe ich mir als Blush-Topper gekauft. Und unten sind Privilege und Amnesia. Leider war Ozone ausverkauft, bis ich mit meinem ganzen Chaos hin und her klar war. Aber die 2 sind auch super schön. Das eine ist mehr so ein... Die Katze schnurrt hier rum. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Und die hat sich gerade gekratzt. Also ich finde, so sehen sie sich doch relativ ähnlich. Das eine ist mehr so ein goldener Ton. Der andere ist ein bisschen mehr Champagner. Und ich glaube fast, wir nehmen... den hier als Highlighter. Das ist Privilege. Und erstmal Truth als Blush Topper. Und die trage ich jetzt mal direkt auf. Wie gesagt, dass ich Ozone nicht mehr bekommen habe, finde ich tatsächlich ziemlich schade. Ich habe schon ein mattes Blush drauf, aber ich habe geguckt, dass es nicht so doll ist. Mittlerweile stehe ich auch drauf, wenn man so schimmerndes Blush drauf hat. Dementsprechend, das sieht doch schon mal ziemlich schön aus. Pretty. Zu meinem Oberteil hätte vielleicht sogar der Rotton gepasst. Ich muss auch sagen, ich finde diesen Ton so geil. Ihr werdet euch denken, was stimmt denn nicht mit dir? Also als Highlighter sehe ich das auch als schwierig. Aber ich habe ja viele so verrückte Farben. Und gerade als Blushtopper. Ich glaube, ich gebe ihn nochmal drüber. Ich meine, guckt euch den mal an. Ist der nicht geil? Ein ganz bisschen. Ist jetzt ein bisschen überblushed. Bisschen. Also wir haben beide auf jeden Fall sehr schön funktioniert. Der Rosaton ist natürlich ein bisschen dezenter, während der Rotton, der haut halt schon mehr rein. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und jetzt als Highlighter. Also es ist nicht so bam in dein Gesicht, wie ich es erwartet hatte tatsächlich. Ich hätte es irgendwie doller erwartet. Aber so kann man natürlich schön aufbauen. Mit Foundation sitzt heute leider nicht so gut. Und es schimmert mehr so, es glittert nicht so. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Ich würde sagen, gestartet das Video doch schon mal ganz gut. Aber ich hoffe, das Schnurren von der Katze ist jetzt nicht so arg penetrant. Kommen wir zu den Lidschattenpaletten. Das sind die 3, die kommen alle in Überverpackung. Und die sind sogar in der Überverpackung nochmal eingepackt. Das habe ich beim ersten Mal quasi weggemacht. Das ist jetzt so eine, ich denke mal, ein Format, wie man sie so von Juvia's kennt. Wie gesagt, ich hatte bisher noch keine mit den neuen Farben. Und im Vergleich dazu quasi die Mini-Paletten von der Größe her. Die sind wirklich süß. Die sind wirklich süß groß. Ich habe sie sogar einen Tacken größer erwartet. Aufs Reisen halt auf jeden Fall super praktisch. Fand ich so, so schön. Das ist die Berries. Die hat 2 Schimmertöne und 4 matte. Bei der Violet-Palette war ich ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mir die tatsächlich kaufen soll, weil... Oh, da ist noch das Ding dran. Weil man hier 2 matte Töne und 4 Schimmertöne hat, ob ich das nicht ein bisschen unausgeglichen finde. Aber wie ihr seht, ich bin schwach geworden. Und habe sie mir dann doch bestellt. Und dann, wie eben schon gezeigt, die Warrior 3 Palette. Ich fand die so schön. Da gibt es noch eine, die ist auch so bunt und ich würde mal ein bisschen zusammengewürfelt. Und zwischen der und der hier
habe ich mich dann entscheiden müssen. Beziehungsweise Purish hat mir die Entscheidung dann abgenommen. Die Sachen habe ich mir nämlich bei Purish bestellt. Und da gab es nur die. Deswegen ist es jetzt die geworden. Und ich finde die so geil, weil die so bunt ist. Und auch diese zwei Schimmertöne finde ich so, so schön. Ganz ursprünglich dachte ich mir, ich mache ein Auge mit der und also eins mit der Berries und eins mit der Violets, aber ich würde auch die hier so gerne verwenden. Deswegen kann es sein, dass wir nur die Berries verwenden und oder vielleicht die Berries und die Violets hier zusammen und die auf dem anderen Auge auch zum Einsatz kommen. Das Video ist ein bisschen unstrukturiert. Ich habe gerade erfahren, dass wir Besuch bekommen und ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Zeit ich noch habe, aber ich fange jetzt doch einfach mal an. Ich habe mich jetzt entschieden, also auf dem rechten Auge, also meinem rechten Auge, schminke ich mir den beiden Mini-Paletten was und auf der anderen Seite nehme ich die Warriors 3. Ich will unbedingt diesen Pinkton verwenden und ich denke, dass ich den am großflächigsten auftrage. Wie eigentlich immer nehme ich dafür einen fluffigen Pinsel, aber ein bisschen festgebundenen. Hätte ich mir Puder unter die Augen machen sollen? Ich weiß nicht genau. Das sehen wir jetzt gleich. Gib den mir relativ großflächig hier überall hin und blend den dann mit diesem Ton hier aus. Also pigmentiert ist die Geschichte auf jeden Fall. Die hat auch Kickback. Und man muss natürlich sagen, also das ist zwar kein ganz fluffiger Pinsel, aber er ist ja trotzdem fluffig. Und es hat halt trotzdem einfach schon dieses Pigment. Das ist richtig heftig. Ich dunkle jetzt mit dem Ton hinten noch ein bisschen ab. Ich finde tatsächlich, dass sich die Töne ein bisschen fressen. Und man sieht, finde ich jetzt, die Abstufung nicht mehr so krass zu dem dunkleren Ton. Aber wie gesagt, die lassen sich halt super gut ineinander verblenden. Das ist halt richtig schön. Und der hat jetzt auch ein bisschen, ganz bisschen Vorlaut, aber nur ganz bisschen. Für den unteren Wimpernkranz nehme ich den Ton aus der Violet Palette. Und ja, ich mache jetzt erstmal einen unteren Wimpernkranz, bevor ich mich schon mal aufgebe, weil wegen Gründen. Ich bin sehr ausschweifend und sehr groß geworden, also das ist jetzt nicht so ein Alltagslook. Ich versuche jetzt nochmal mit dem dunklen, matten Ton aus der Violet Palette nochmal abzudunkeln und gib mir das auch hier unten ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Ja, der ist dunkel. Und das war scheiße. Oh, was ist denn das jetzt? Der hat Fallout. Der lässt sich ein bisschen wegblenden, das ist ein bisschen strange. Vielleicht hätte ich... Oh, meine Foundation löst sich voll schlimm ab. Also der lässt sich quasi komplett wegblenden, das ist ein bisschen eigenartig. Muss ich gestehen. Oh, bitte ignoriert diesen Teil meines Gesichtes, das sieht absolut katastrophal aus. Das sind die Swatches. Das sind jetzt mal die Swatches von den Schimmertönen. Sehr, sehr schöne Farben dabei. Ich glaube, ich gehe in das helle Lila. Auch wenn ich sagen muss, dass mich hier dieser Rotton auch mega anspricht. Finde ich beides ziemlich geil. Vielleicht gehe ich auch in beides. Ich trage den hellen Lila-Ton aus der Violets-Palette jetzt erstmal trocken mit einem Pinsel auf. Ich habe jetzt keine Cut Crease oder so gezogen. Das funktioniert doch schon mal ziemlich gut.
Das ist ein richtig hübscher Ton. Pretty! Ich sprühe jetzt mal an. Einfach nur, um zu gucken, ob das was ändert. Grasmöhre. Ich mische auch so ein bisschen in den Innenwinkel. Hübsch. Richtig hübsch. Und gehe jetzt mit der anderen Seite in den Rotton, den ich so hübsch fand, und gebe mir den auch noch ein bisschen aufs Lid. Also bisher, muss ich sagen, kann ich es verstehen, warum die so gehypt werden. Die sind gut pigmentiert, die haben sich super gut miteinander verblenden lassen. Und auch die Farben an sich sind mega schön, meines Erachtens nach. Das Einzige, was ich jetzt hier auszusetzen hatte, waren quasi, dass die beiden dunklen Töne sich so wegverblendet haben, wenn man wirklich drauf verblendet hat. Also da muss man dann sehr, sehr vorsichtig sein, was das Blenden angeht. Kommen wir zu dem guten Stück hier. Der Look wird auf jeden Fall noch ein bisschen bunter. Passend zum Flügel. Ich gehe erstmal in das Blau und gebe mir das vorne hin. Und gehe dann über in das Lila. Na, oder mache ich das noch ganz genau? Ich gehe erstmal in das Blau und gebe mir das in den vorderen Bereich. Und das Pink finde ich auch mega schön. Ich nehme erstmal einen Blendepinsel. Und auch die hat Kickback. Um zu gucken. Auch hier trotz Blendepinsel direkt Pigment da. Ich gehe jetzt in den lila Ton und gebe den mir in den hinteren Bereich und verblende das Ganze mit dem Pink. Das Pink finde ich auch übertrieben schön, muss ich sagen. Oh nein. Der lila Ton hat auf jeden Fall Fallout und der ist auch ein bisschen fleckig. Im Gegensatz zum Rest. Ich finde, das Fallout lässt sich leider auch so schlecht wegmachen von denen. Also hier hätte ich wahrscheinlich doch Puder drunter geben sollen. Mache ich sonst gefühlt immer. Weiß ich nicht, warum ich das heute nicht gemacht habe. Ich würde euch bei diesen Paletten raten, euer Augen-Make-up vor eurer Base zu machen. Ich gehe auch ein bisschen noch über das Blau mit dem Pink. Also blende das quasi auch noch damit aus. Einfach, weil mir gerade da noch ist. Das Pink gefällt mir auch ziemlich gut. Ich finde, mit dem Blau zusammen ist ein bisschen komisch. Bisschen komische Kombi. Aber mit dem Lila zusammen ist es extrem schön. An den unteren Wimpernkranz gebe ich diese Farbe hier und blende das mit dem Gelb aus. An meinem unteren Wimpernkranz hängt übrigens auch schon super viel Lila. So viel vorweg. Ich habe es jetzt bewusst nicht weggemacht und auch ein bisschen Blau. Das sind die beiden Schimmertöne. Extrem schön. Ich muss sagen, dass ich den Silbernen ein bisschen silberner erwartet hätte. Der ist fast bläulich. Ich gebe mir den Blauton jetzt hier vorne noch so ein bisschen rein. Also auch trocken und auch ein sehr, sehr schöner Ton. Mich ärgert es ein bisschen, dass ich jetzt meine untere Augenpartie so versaut habe. Das sieht echt schlimm aus, tatsächlich. Ich tusche mir zumindest jetzt nochmal die Wimpern und gebe mir was auf die Lippen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe mich tatsächlich jetzt gegen falsche Wimpern entschieden. Da ich sagen muss, dass ich von meinem Gesamtlook ein bisschen enttäuscht bin und das auch alles gleich abmache. Das liegt nicht an den Lidschattenpaletten. So viel jetzt auch gerade mal zu meinen finalen Gedanken. Ich finde, die haben beide sehr, sehr gut, also alle drei, das, was ich ausprobiert habe, sehr gut performt. Der Look gefällt mir ein bisschen besser, auch wenn ich es hier schade finde, dass ich hier hinten halt das schon weggetreten habe. Und dass das vorne so weit ausgelaufen ist, ganz abgesehen von der Katastrophe unter meinem Auge. Irgendwie... Das ist die Foundation, die ich aktuell versuche aufzubrauchen in meinem Project Pen. Ihr seht warum. Hier muss ich sagen, fand ich es jetzt halt ein bisschen schade. Wenn Fallout da ist, dann ist das halt irgendwie schwer wegzukriegen. Ich habe schon öfter von den Stila, von Juvias Lidschatten gehört, dass die ja das Auge so stayen sollen. Also dass das so ein bisschen das Lid einfärbt. Ich bin mal gespannt, ob es das bei mir dann auch tut. Aber an sich... Die Berries,
Burr's Palette, finde ich, oh, jetzt habe ich da eine Marke reingemacht, auf jeden Fall sehr schön. Die Paletten hatten alle drei Kickback, falls das irgendwen stören sollte. Und wie gesagt, ich würde schon empfehlen, macht auf jeden Fall eure Augen, bevor ihr eure Base macht. Fand ich jetzt sehr, sehr schön. Hier, wie gesagt, einziger Kritikpunkt war jetzt der dunkle Ton, der sich so weggeblendet hat. Die Schimmertöne, die zwei, die ich jetzt benutzt habe, haben mich aber auf jeden Fall sehr überzeugt. Die sind schon trocken aufgetragen, sehr, sehr schön, nass noch schöner. Und ich bin mir sicher, wenn man die mit dem Finger aufträgt, noch extremer. Und auch hier war jetzt der einzige Manko neben, dass es vielleicht ein bisschen Kickback hat, dieser Ton hier. Also die dunklen Töne haben jetzt quasi nicht so gut performt wie die anderen. Aber ansonsten, Pigment ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, ich habe viel mit Blendpinsel gearbeitet. Fand ich sehr schön. Die haben sich sehr schön ineinander blenden lassen. Manchmal fressen sich die Töne so ein bisschen. Dann sieht man die Farbabstufung einfach nicht mehr so gut. Und zu der Palette. Auch hier fand ich den schimmernden Ton wahnsinnig schön. Sieht richtig, richtig gut aus. Auch die haben sich gut miteinander verblenden lassen. Ich würde wahrscheinlich das Pink nicht nochmal mit dem Blau ausblenden. Andersrum das Blau mit dem Pink ausblenden. Aber gut. Muss man halt auch erst sich reinfinden. Auch die hatte Kickback. Das Lila war ein bisschen fleckig. Ich weiß nicht, ob es in meiner Base lag, am Pinsel oder woran es lag. Aber ansonsten finde ich auch eine sehr schöne Palette. Ich würde sagen, die Marke verdient auf jeden Fall den Hype für seine Lidschatten. Und zu den Nabla-Sachen kann ich sagen, also auf jeden Fall als Topper für Blushs gefallen mir die auf jeden Fall super, super gut. Ich finde tatsächlich, als Highlighter könnten sie für mich noch ein bisschen extremer sein. Aber den Glow, den sie machen, der ist auf jeden Fall richtig schön. Und ich denke, auch da kommt man noch ein bisschen ran rein. Eigentlich wollte ich jetzt meinen Polish Haul noch drehen, aber ich glaube tatsächlich, das mache ich mit einem anderen Make-up, was nicht ganz so aussieht. So verhunzt. Und dann, ja, war es das eigentlich auch schon wieder. Lasst mir gerne etwas Liebe da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Macht's gut!